geht darum, dass ich glaube, dass die Zeugin uns etwas vorenthält. Warum? Ich glaube, dass ihr Sohn mit der ganzen Sache etwas zu tun hat. Ich habe mit dem Sohn zu tun gehabt. Ich vertrete einen Herrn Gerdes, dessen Haus ist besprüht worden von irgendwelchen Graffiti-Sprühern. Einer davon war der Sohn von ihr. Achso, und? So, 1800 Euro entstanden an Schaden. Kurzfristig gut gemacht worden von ihm, diese 1800 Euro. Warum laden wir den nicht einfach? Ja, das Problem ist, ich hatte ihn schon bei mir im Büro. Da ist er abgehauen mit den Worten, Sie können mich mal. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendeiner Ladung der Polizei oder ihrer Nachfolge leisten wird. Ich glaube, wir müssen uns besondere Methoden bedienen, um seine habhaft zu werden. Wie wollen wir ihn herkriegen? Auf zulässige Art und Weise? Ja, natürlich auf zulässige. Er arbeitet bei einem Pizzadienst. Ich würde gerne dort eine Pizza in Auftrag geben. In ihrem Namen. Er liefert sie in ihr Dienstzimmer. Okay. Natürlich, damit sie nicht kalt wird bei der Wachmeisterei. Und schwupp, geht die Türe zu und er bleibt drin. Und wir laden ihn dann. Können wir machen. Pizza mit allem, wie immer. Muss es Pizza sein? Ja gut. Mögen Sie die auch nicht? Die Rechten teilen wir uns, bitte. Okay. Herr Rechtsanwalt Krechel hat gerade einen weiteren Zeugen benannt, den ich gerne nachladen möchte. Noch Fragen an die Zeugin Imkamp derzeit? Nein, danke. Bleibt unvereidigt. Frau Imkamp, bitte, Sie nehmen wieder Platz. Die Verhandlung wird nur kurz unterbrochen. Ja, guten Tag, Krechel. Ich hätte gerne eine Pizza bestellt, und zwar die 23 mit allen möglichen Gemüsefantasien drauf. Und ich hätte sie gerne zu Frau Salesch, die arbeitet beim Landgericht. Ja, bitte nicht unten bei der Pforte abgeben, sondern in ihrem Dienstzimmer, ja, damit sie warm bleibt. Dankeschön. Und der nette junge Mann mit den blonden Haaren, dieser Patrick, der möchte die doch bitte bringen. Ja, wir schulden ihm noch Trinkgeld. Dankeschön, tschüss. Römer kneift. Er mag angeblich keine Pizza, sondern geht lieber im Büro die Post holen. Was mag Herr Römer überhaupt? Der Mann ist leidenschaftslos. Das ist das Problem. Ja, bitte? Ja, bitte? Guten Tag. Guten Tag. Eine Pizza mit allem, bin ich hier richtig? Ja, kommen Sie herein. Die ist für uns. Legen Sie sie gerade hin. Eine Pizza mit allem. Nimm bitte Platz, Patrick. Das übernehme ich schon. Scheiße, was machen Sie denn hier? Ich gehöre hier so quasi mit zur Familie. Setz dich hin. Patrick, bitte nehmen Sie Platz. So, das ist für die Pizza. Stimmt so. Patrick Immenkamp war doch dein Name, oder? Ja, meinen Namen kennen Sie ja anscheinend schon. Der hat mich da extra hierher gelockt, oder? Ich bin doch nicht bescheuert. Du solltest vielleicht ein bisschen kooperativer sein und dich nicht wieder so schlecht benehmen wie bei mir im Büro. Du solltest dir helfen, du solltest deiner Mutter helfen. Darüber solltest du mal nachdenken, ernstlich. Ja, jetzt bin ich ja hier. Und was soll ich Ihnen jetzt sagen? Warum reden Sie nicht mit meiner Mutter selber? Das haben wir schon. Aber der Herr Rechtsanwalt Krechel möchte auch Ihnen ein paar Fragen stellen. So, und weil er geglaubt hat, dass Sie fliehen, dass Sie sich also irgendwo in der Ladung nicht Folge leisten, was natürlich dann sehr ärgerlich ist für den Betreffenden, ich muss Sie ja dann mit der Polizei vorführen lassen und so weiter, haben wir gedacht, auf diesem Wege spreche ich Ihnen die Ladung persönlich aus. Ich werde Sie jetzt gleich als Zeugen vornehmen in der Verhandlung. Ja, jetzt habe ich doch eh keine andere Chance mehr, oder? Das ist wirklich eine Chance, dir und deiner Mutter zu helfen. Können diesen Arbeitgeber anrufen, ne, und ihm erklären, dass er eine Weile nicht abkömmlich ist. Übernehmen Sie das, Herr Rechtsanwalt Krechel? Das ist nett. Also, es geht weiter. Schaut um die schöne Pizza. Komm. Die Verhandlung wird fortgesetzt mit Patrick Immenkamp. Was machst du hier? Die Verteidigung hat seine Ladung beantragt und deshalb ist er jetzt hier. Dem Antrag habe ich stattgegeben. Und zunächst einmal, Patrick, nehmen Sie die Mütze ab. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar, man kann aber schweigen, wenn man sich selber oder nahe Angehörige, wie zum Beispiel eine Mutter, einer Straftat bezichtigen müsste. Dann kann man sagen, dazu sage ich nichts, so lügen dürfen Sie nicht. Patrick ist der Vorname, das weiß ich. Wie alt sind Sie? 16. Und Sie wohnen bei Ihrer Mutter, die Adresse habe ich. Ja. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Schüler der 10. Klasse bei der Realschule, können mich also ruhig beim Vornamen nennen. Schön, Patrick. Mit dem Angeklagten sind Sie verwandt oder verschwägert? Nee, bin ich nicht. Was soll der Junge denn jetzt zu dieser Sache da aussagen, bitte schön? Was ist das denn hier für ein Blödsinn? Was soll das denn? Können Sie mir mal bitte erklären? Immenkamp. Ja, Sie werden ja wohl verstehen, dass ich mich da so ein bisschen drüber aufrege, oder nicht? Als Mutter Frau Immenkamp, überzeugend gespielt. Aber wissen Sie wirklich nicht, warum er sitzt? Herr Gerdes sagt Ihnen auch nichts, oder? Der Name Ihres Nachbarn, den ich vertreten habe. Und dass sein Haus besprüht worden ist von Graffiti-Sprayern und dass Ihr Sohn mit dabei war und dass dabei ein relativ hoher Schaden entstanden ist, dass Herr Gerdes aber auf die Verfolgung des Verfahrens wegen der Begleichung verzichtet hat. Sind alles unbekannt, oder was? Du warst das mit den Schmieden. Jetzt kannst du mir jetzt mal bitte sagen, was hier los ist. Genau deshalb Sohn? Wollte ich, dass meine Mutter nichts erfährt. Danke. Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Ich weiß jetzt hier noch mal. Sorry, Sie wissen es wirklich nicht. Da bin ich anders. Nein, ich weiß nicht, da bin ich ganz anders informiert.
ich will jetzt sofort eine Erklärung von dir. Aber zack. Ja, ich konnte es dir nicht sagen. Du hättest doch auch nichts ändern können. Und außerdem mache ich ja schon alles, damit der Typ beruhigt ist. Jedes Mal, wenn ich dir gesagt habe, ich treffe mich mit Kumpels, dann war ich eigentlich schon arbeiten. Was hätte ich dir denn sagen sollen? Mama, ich brauche 1800 Euro, weil ich das Haus von Gerdes angesprayt habe. Du hättest mir das Geld doch auch nicht geben können. Und außerdem wollte ich das selber machen. Ja. Du hättest mich auch selber verdienen lassen. Wo ist das Problem? Ja, Schätzchen, ist auch schön und gut. Aber ich bin halt, ich glaube, du kannst es verstehen, ich bin enttäuscht, dass ich das jetzt hier an dieser Stelle erfahre. Ich glaube gar nicht, dass Sie so schrecklich enttäuscht sind. Ja, Sie sind höchst enttäuscht, dass es langsam rauskommt. Vater, ne? Erstens, ich habe es Ihnen eben schon mal vorgehalten. Ich bin überzeugt. Und so ist auch die Information, die mir Herr Gerdes zugetragen hat. Sie wussten sehr wohl, das ist alles Schauspielerei, Sie wussten sehr wohl, was Ihr Sohn gemacht hat. Sie wussten auch sehr wohl, wie hoch der Schaden war. Sie haben auch sehr wohl, ich komme wieder auf diesen Videofilm zurück, sehr wohl sofort gemerkt, dass es Ihr Sohn war, der durch den Überfall, ich sag's Ihnen platt vor den Kopf, genau diese Lücke, die dadurch diesen Schaden, diesen Sprayerschaden entstanden ist, schließen wollte. Sie haben ihn erkannt. Deshalb sind Sie auch so tolldreist und mutig hinterhergelaufen. Womit Sie nicht gerechnet haben, ist, dass Sie dabei einen mitbekommen haben. Das ist die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Da bin ich überzeugt von Ihnen. Gut, dass Sie die kennen, die Wahrheit. Nur weil ich einmal Scheiße gebaut habe, können Sie mich doch nicht alles in die Schuhe schieben, oder? Ich schiebe Ihnen nichts in die Schuhe. Das spricht alles gegen Sie. Das ist absoluter Wahnsinn. Frau Immenkamp, nur haben Sie wirklich nichts davon gewusst, von den Problemen Ihres Sohnes. Dieser Nachbar sagt, jedenfalls bei der Verteidigung hat gesagt, er hätte mit Ihnen gesprochen. Soll ich jetzt den Nachbarn hier auch noch mal kommen lassen, dass er mit Ihnen gesprochen hat, ja oder nein? Ja, ja, ja. Ich habe mit dem Herrn Gerdes gesprochen. Ich wusste, dass mein Sohn arbeitet, um seine Schulden abzubezahlen. Ist das jetzt in Ordnung so? Du wusstest, ich weiß nicht, warum Sie so patzig sind, Frau Immenkamp. Sie sind beim vierten Mal beim Lügen erwischt worden. Mann, ich bin deine Mutter, ja? So was weiß ich halt. Aber ich hätte mal damit gerechnet, dass du persönlich zu mir kommst. Deswegen habe ich meinen Mund gehalten. Das ist alles. Und mal ganz ehrlich, glauben Sie wirklich, dass ich eine Straftat durch eine solche noch viel schlimmere Straftat vertuschen würde? Ich finde das... Frau Immenkamp, ja, Sie haben gerade schon eine schwere Straftat begangen, indem Sie hier falsch ausgesagt haben. Ich habe es Ihnen dreimal vorgehalten. Dreimal lügen Sie. Und als Sie nicht mehr rauskommen, da kommen Sie mit der Wahrheit. Und die Wahrheit ist genau die, die ich Ihnen eben gesagt habe. Sie wussten, dass der Junge 1800 Euro brauchte. 1800 Euro sind auch knapp abhanden gekommen. Sie laufen mutig hinterher. Und das bisschen bei der Pizza-Arbeiterei da, das wussten Sie ganz genau. Das ist nur noch ein erzieherischer Zweck. Ja, damit der Junge nicht meint, dass man mit einem Raubüberfall direkt alles wieder gut machen kann. Hallo? Natürlich war das eine erzieherische Maßnahme, aber auch nichts anderes. Und was Sie hier behaupten, das ist eine Frechheit, das ist eine Unverschämtheit. Hallo? Und mein Sohn hat mit der Sache nichts zu tun. Sagen definitiv. Mal, eben, was versuchen Sie ja eigentlich, was versuchen Sie Vivian eigentlich darunter zu schieben? Das ist ja völliger Blödsinn. Nur weil der hier unser Spunti da ein bisschen Geldprobleme hat? Bisschen 18, also, ja, ein bisschen der wird ja doch nicht gleich zum Verbrecher, hallo? Patrick hat mit dieser Sache definitiv nichts zu tun. Und zwar war das dieser Mann, der da vorne sitzt. Genau das ist die Frage. Und deshalb wollen wir uns mal die letzte Kundin dieses Ladens mal anhören, die Frau Müller. Nur Fragen an den Patrick derzeit. Patrick, Sie nehmen hinten Platz. Sibylle Müller, bitte. Frau Müller? Frau Müller, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Um diese Zeugenaussage kommen Sie nicht herum, also bringen Sie es hinter sich. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie, und wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Frau Müller, Ihr Vorname ist Sibylle, Sie sind 30, wohnen in Bochum, sind Verwaltungsfachangestellte und mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Ja. Frau Müller, Sie waren an diesem Abend ja die letzte Kundin in diesem Sexshop an der Uhlandstraße. Das wissen wir, weil Sie mit einer EC-Karte bezahlt haben und man Sie über diese Daten hat ermitteln können. Ja, schon, aber das war wirklich nur, das ist eigentlich lächerlich, weil ich wegen 4 Euro, die ich im Bar nicht dabei hatte, mit dieser blöden Karte zahlen müsste. Sonst wäre ich gar nicht hier wegen dem Mist. Boah, Sie hätten ja auch auf Ihr batteriebetriebenes Spielzeug mal verzichten können. Wissen Sie was? Wühlen Sie nicht in meinen Privatangelegenheiten rum. Ja? Dass Sie in dem Gewerbe arbeiten, sind ja wohl ein Binder mit Krückstock. Danke. Ich war wirklich. Ist hier jemand, der Protokoll führt? Da. Ich war nur einmal da drin. Wirklich nur einmal. Das sagen Sie ja alle, ne? Nee, ich war wirklich nur einmal da. Und auch nur, weil eine Freundin gesagt hat, dass das okay wäre. Und da kann man halt eben
was Neues mal ausprobieren. Sonst Frau Müller, versuchen Sie doch einfach ein bisschen offener damit umzugehen. Ich weiß, dass Ihnen die Sache unendlich peinlich ist. Und schauen Sie mal, das weiß ich schon aus der Akte deshalb, weil ich die polizeilichen Vernehmungsprotokolle von Ihnen gelesen habe. Und die Polizeibeamten haben sich schon einen Spaß darauf erlaubt. So viele Nebensächlichkeiten habe ich meinen Lebtag noch nicht gelesen in irgendeiner Vernehmung. Aber von Bedeutung war eines. 22.25 Uhr waren Sie vor der Tür und haben etwa 10 Minuten vor diesem Sexshop gewartet und dabei einen Mann beobachtet. Mhm. Genau, den da. Aber warum haben Sie den damals jeden Fall absolut unbekannten Mann beobachtet? Ist an ihm irgendwas aufgefallen gewesen? Also, ja, es war ja so, dass also ich war vor diesem Laden, ne? Mhm. Und mir war das halt super peinlich, da reinzugehen. Und weil da ständig Leute hin und her gelaufen sind, musste ich erst mal warten, bis alle weg waren, damit keiner sieht, dass ich da reingehe. So. Und dann um 22.30 Uhr kam der Kerl da mit so einer Sporttasche aus dem Bus. Ja, und dann blieb der auch vor dem Laden stehen und ja, dann wusste ich gar nicht, gehe ich jetzt eigentlich nicht, dann habe ich mir einen Ruck gegeben und bin reingegangen, aber das war der auf jeden Fall. Also Sie waren jedenfalls für den Erstbesuch, will ich mal sagen, relativ kurz in diesem Geschäft. Ja. Und nach einer Viertelstunde, so mit 3 Teilen, haben Sie dann das Geschäft verlassen. Mit 2, da habe ich mich verlesen. Sascha, was machst du denn hier, wo ist Omi? Hier. Ich bin auch da, Kind. Mach dir keine Sorgen, aber es ist ganz schrecklich, was da passiert ist. Entschuldigung, Frau Vorsitzende, den Trubel. Der junge Mann hier ist Sascha, der Sohn der Zeugin König. Ja. Das ist Frau Heuberg, Bankangestellte. Und sie sagte mir gerade, sie ist vorhin in der Bank auf Sascha aufmerksam geworden. Und ich denke, das erzählt sie Ihnen alles besser selber. Warum, Frau Heuberg, warum sind Sie auf ihn aufmerksam geworden? Der junge Mann hier wollte gerade ein kleines Vermögen auf das Konto seiner Mutter einzahlen. Vermögen? Was ist für ein Vermögen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe ihn auch gefragt, wo er das her hat. Ja, und da hat er mir auch eine Geschichte zu erzählt. Ich habe erst mal die Oma angerufen, weil die gerade auf ihn aufpassen sollte. Ja. Um wie viel geht es? Ich sehe schon. 1820 Euro, genau. Oh. 1820 Euro. Der Sascha hat Ihnen sicher was dazu zu sagen. Denn ich denke, er hat es nicht böse gemeint. Sascha, erzähl der Richterin mal, was da passiert ist, wo du das Geld her hast. Bitte. Sascha, ich bin ziemlich neugierig. Sie beide können im Publikum Platz nehmen. Wenn, Frau Heuberg, müssen Sie zurück zur Bank? Ja. Schön. Frau Müller, ich glaube, wir sind mit Ihnen durch. Mhm. Ihnen ist es recht. Bleibt unvereidigt, die Zeugen nehmen Sie hinten Platz. Sascha, bitte mal, da vorne ist der Stuhl extra für dich freigemacht worden. Sascha, dass man nicht lügen darf, hat dir der eine oder andere schon mal erzählt? Wie bitte? Dass man nicht lügen darf, weißt du das? Ja. Mhm. Hier ist es genauso. Man kann aber immer dann schweigen, wenn man sich selber einer Straftat bezichtigen soll, wenn man selber etwas zugeben muss, das gilt für dich jetzt nicht, aber wenn man vielleicht so eine Mama zum Beispiel beschuldigen oder belasten muss, dann kann man sagen, nö, dazu sage ich jetzt nichts, geht euch nichts an. Nur lügen darfst du zu keiner Zeit, Sascha. König heißt du mit Nachnamen, wie deine Mutter. Wie alt bist du? Ich bin 12 Jahre. Wohnst bei deiner Mutter, nehme ich an, dann habe ich die Adresse. Ja, in der Ludwigstraße 5 in Bochum. Ja, die haben wir. Welche Klasse gehst du? Ich bin jetzt in der 6. Klasse auf der Realschule. Bist du verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten, der da sitzt? Nein. Woher hast du die 1820 Euro, die du auf das Konto deiner Mutter einzahlen wolltest? Von Toni, ich habe es aus seiner Wohnung mitgenommen. Aber ich habe es nicht geklaut. Das Geld gehört doch Mama. Du kleines Frettchen, du tickst aber nicht ganz richtig, oder? Herr Brücker, nervös? Und Sie unterbrechen mich jetzt nicht ein zweites Mal, wenn ich ein Kind vernehme. Einfach Geld aus einer fremden Wohnung? Holst fremdes Geld aus der Wohnung? Ja, ich wollte ihr ja nur helfen. Sie hat zu Hause immer so viel rumgemeckert, dass Toni wahrscheinlich das Geld von dem Überfall zu Hause rumliegen hat. Und dass sie endlich wolle, dass er ihre Schulden zurückbezahlt. Und dann bist du nach der Schule, anstatt zu deiner Oma, die auf dich aufpassen sollte, zu ihm gegangen, oder wie? Nicht ganz. Ich bin schon bei Oma gewesen, aber sie macht immer Mittagsschlaf. Und als sie eingeschlafen war, bin ich heimlich mit dem Bus gefahren. Du wusstest also, wo die Wohnung, die neue ist. Wie bist du in die Wohnung rein? Ja, also durchs Schlafzimmerfenster steht nämlich immer auf Kipp. Und Toni hat mir mal gezeigt, wie er selber in seine Wohnung gekommen ist. Wenn das Fenster auf Kipp ist, dann kann man den Hebel nämlich da so reingreifen und dann so umdrehen. Und dann geht das Fenster auf und dann bin ich einfach reingeklettert. Boah, ich glaube, es hackt. Zurück, bitte, es hackt gar nicht. Liegt die Wohnung im Erdgeschoss?
Ja, ich habe Omas Einkaufstrolli mitgenommen. Wenn ich da drauf steige, komme ich auch ans oberste Fach vom Wohnzimmerschrank. Also der ist auch nicht vor dir sicher. Okay. Wo in der Wohnung war das Geld? Ja, ich habe es unter seiner Matratze gefunden. Sascha, du kannst doch nicht einfach in irgendeine Wohnung steigen und da Geld mitnehmen. Schatz, was machst du für Sachen? Aber ich wollte, dass er endlich die Schulden bezahlt. Und wieso? Also jedenfalls, das sind 1820 Euro. Das ist die Summe, die er schuldet. Mhm, aber da war auch noch mehr. Das waren nämlich 2500 Euro. Und ich habe extra nur das mitgenommen, was Toni der Mama schuldet. Ja, hast du jetzt eigentlich gedacht, deine Mama merkt davon gar nichts, wenn du es bei der Bank einzahlst? Ja, also ich habe gedacht, wenn ich es bei der Bank einzahle, merkt sie es nicht, denn dann denkt sie, dass Toni die Schulden freiwillig bezahlt hat. Ich hatte Angst, dass sie es sonst nicht behalten würde. Hast du recht, aber ich meine, du hast mich nicht mit der Frau Holberg von der Bank gerechnet. Weißt du, wenn der Bankangestellten irgendwas auffällt, was nicht passt, und es passt zu deinem Alter, passen 1820 Euro nicht, da müssen die das melden, ne? Ja, das wusste ich nicht und das hat sie mir dann auch erklärt. Sie hat gefragt, wie alt ich bin und warum die Mama das Geld nicht selber einzahlen würde. Und da hat sie mich so Sachen und so gefragt und da habe ich dann halt gesagt, also da hat sie dann Oma angerufen, weil ich musste die Adresse sagen und dann sind wir hier hingekommen. Sascha, ich weiß, dass es du nur gut gemeint hast, aber richtig war es trotzdem nicht. Hm? Ja. Noch Fragen an Sascha König? Nein, keine Frage. 60 Ziffer 1 unvereidigt. Nehmen wir der Seite Platz. Wollen Sie noch mal sagen, wie diese 2500 Euro, 1820 habe ich hier, ich habe es jetzt nicht nachgezählt und an Ihrer Matratze herkommen? Nur, was mich wundert, die Polizei hat doch die Wohnung durchsucht. Gut versteckt. Das war meine eiserne Reserve. Das Geld hat mit dem Raub nichts zu tun. Im Strumpf, ne? Im Strumpf nicht, in der Matratze. Noch Fragen? Nein. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Ja, sehr gerne, Frau Vorsitzende. Das war eine schwache Nummer von Ihnen, Herr Bröker, ganz zum Schluss. Der Angeklagte ist ja nicht nur gesehen worden, kurz vor dem Überfall am Tatort, sondern er hatte auch eine Sporttasche dabei. Warum hat er eine Sporttasche dabei, wenn er nur mit seiner Freundin reden will? Genau diese Sporttasche findet hinterher Verwendung. Das haben wir auf dem Überwachungsvideo gesehen. Zweitens, der Täter hatte eindeutige Ortskenntnisse. Der kannte den Laden ganz genau. Er wusste auch, wie die Kasse zu bedienen war. Das wussten Sie natürlich, weil Sie wussten, dass Ihre Ex-Freundin da arbeitet. Die hat Ihnen das lang genug erzählt. Sie kannten den Laden in- und auswendig. Und diese Ex-Freundin, Frau Vorsitzende, sagt, ich habe den Mann erkannt und sie war 2 Jahre lang mit ihm zusammen. Und dann auch noch wird genau das Geld von dem Jungen unter der Matratze gefunden. 2500 Euro, das exakt der Betrag ist, der dort entwendet worden ist. Dieses Geld können Sie uns nicht erklären, wo das auf einmal bei Ihnen als Hartz-IV-Empfänger herkommen soll. Frau Vorsitzende, hilfsweise können wir das gerne auf Fingerabdrücke untersuchen lassen. Wir können uns die Stückelung ganz genau ansehen. Was weiß ich? Ich beantrage eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 6 Monaten für diesen brutal ausgeführten Raub zu verhängen. Danke. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Ich habe Sie richtig verstanden, Frau Vorsitzende. 7 Jahre, 6 Monate. Ich beantrage eine Freistrafe von 7 Jahren und 6 Monaten zu verhängen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht, verehrter Herr Staatsanwalt. Ein beeindruckender Auftritt des Jungen, der uns aber beweistechnisch keinen Millimeter weitergeführt hat. Dieser Angeklagte ist erstens von niemandem erkannt worden. Von niemandem. Wir wollen doch dieses Bildchen da nicht als Überführungsstück bewerten. Sie hat ihn nicht erkannt. Wie sollte sie auch durch diese Maske? Sie hat seine Stimme nicht wahrgenommen als dieses Lebensgefährten. Sie hat diesbezügliche Vermutungen angestellt. Jetzt kommt der kleine Junge. Der kleine Junge mag bei diesem Mann aus der Wohnung, und jetzt kommt es, von 2500 Euro 1800 genommen haben. Wenn da jetzt 1820 gelegen hätte, wenn es die Stückelung aus dem Laden gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, dem kommt Beweiskraft nach. Der Mann kann 2000, es geht ja nicht um 25 oder 500.000 Euro. Wo kriegt man die zusammen? Irgendwo schwarz gejobbt, ausgeholfen, vielleicht irgendwo geklaut. Es gibt 1000 Erklärungen, wie man an 2500 Euro, die nicht in der Stückelung identisch sind, kommen kann. Wenn das reichen sollte, Frau Vorsitzende, um einen Menschen zu verurteilen, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann bekommen wir ernsthafte Bedenken. Dankeschön. Wollen Sie als Nebenklägerin einen Antrag stellen? Nein. Sie haben das letzte Wort. Herr Brücker. Ich sage hier gar nichts mehr. Im Namen des Volkes ergilt folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt und erträgt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren.
Herr Rechtsanwalt Krechel, ernsthafte Bedenken hat diese Kammer nicht. Wir sind überzeugt davon, dass Ihr Mandant diese Tat begangen hat mit dieser Beweiswürdigung. Und deshalb brauchen wir auch nicht mehr diese Scheine auf Fingerabdrücke untersuchen zu lassen. Nach Rechtskraft des Urteils jedenfalls gehen diese Scheine zurück an diesen Sexshop. Sascha, denn man kann nicht irgendwo mit fremdem Geld letztendlich Schulden bezahlen. Und du wusstest ja eigentlich ganz genau, deine Mutter wird dieses Geld nicht annehmen, wenn sie weiß, woher es stammt. Herr Bröker, an sich, wenn man arbeitslos ist, habe ich großes Verständnis dafür, für die gesamte Problematik, die dahinter steckt. Das ist die eine Seite. Ich habe aber wenig Verständnis für Menschen, die nur auf dem Sofa sitzen, wenn das stimmt, was ihre frühere Freundin gesagt hat. Und ich hatte in der Tat während der Verhandlung durchaus mal den Verdacht, ob nicht die beiden Frauen da irgendetwas zusammengesponnen haben. Aber sie sind eben hier wirklich angegangen worden. Es sind zwei wirklich taffe Frauen, die ihren Unterhalt verdienen, die sich um ihr Kind kümmern und wirklich versuchen, dass sie dieses Geld zusammenbekommen. Also Mütter im Einsatz, die auch ihre Söhne arbeiten lassen, das denen überhaupt nicht sagen, obwohl sie hinter die ganze Geschichte schon gekommen seien. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Ihr Verteidiger wird Sie beraten. Die Verhandlung ist geschlossen. Der 12-jährige Sascha König ist noch nicht strafmündig. Er wurde von seiner Mutter eindringlich verwarnt. Und das sehen Sie morgen bei Richterin Barbara Salesch. Ich habe mir schon gedacht, dass da keine Bombe drin ist. Mein Gott, das ist irgendwas passiert mit Amelie. Was ist mit ihr? Wenn es so kalt wäre, wie sind wir nicht zu spät? Frau Christoph, komm, will ich noch gar nicht dran denken. Jetzt bin ich nicht nur Entführer, jetzt bin ich auch noch Mörder. Sie hatte den Tod verdient. So, lass mich nicht sein, Frau Winkler.